Märchenwoche hast du eigentlich eine gesamte Woche, wo jeden Tag irgendetwas märchenhaft ist für Gross und Klein. Wir haben verschiedenste Programme. Jetzt geht hier sind wir im Melchboden am Klapperlapapp Märchen- und Geschichtenfestival. Das ist das zweite Mal und haben hier jetzt vier verschiedene Bühnen, wo professionelle Märchengeschichten erzählen von der ganzen Schweiz. Die besten Sagen und Geschichten zum Besten geben. Hier oben hast du einfach einen wunderschönen Platz. Es ist mitten im Wald, es hat ein kleines Seele, es hat einen herzigen Unterstand mit einem Hexenhäuschen. Es ist einfach schon idyllisch und märchenhaft an sich. Und jetzt mit diesen vier Bühnen und diesen super Märchenverzählern umso besser. Das ist eigentlich das Gute am Ganzen. Es ist wirklich für gross und klein. Also findet jeder etwas. Es hat auch jeder seinen Stil, den er ein bisschen erzählt. Und es ist nicht nur wirklich für Kinder. Ich hatte letztes Jahr sehr viele Erwachsene, die riesig Spass hatten. Darum ist es wirklich für die ganze Familie perfekt. Kennt man hier so herkömmliche Märchen, die man vielleicht im Allgemeinen kennt? Oder gibt es auch Märchen aus der Region, vielleicht von so Fee? Es sind eigentlich Märchen, die man überhaupt nicht kennt. Hat jeder selber ein bisschen ihre Geschichte, teils sogar erfindend. Wo schon Sachen in Leif liessen hier von der Region. Also von dem her wirklich gut. Man kennt eigentlich nie etwas, das man schon mal gehört hat. Die Leute, die hier Märchen erzählen, von wo kommen die so? Das sind von der ganzen Schweiz, das sind wirklich professionelle Märchengeschichtenverzähler, die von diesem Leben komplett, die hier touren mit dem Klapperlapapp. Ja, wirklich von der ganzen Schweiz. Und ich habe hier bei mir zwei angetroffen, die euch Märchen erzählen, nämlich Andrea und der Adrian. Sie erzählen mal, wie seid ihr eigentlich zum Märchen erzählen gekommen? Ha! Angefangen haben wir tatsächlich nicht mit Märchen. Miteinander auf der Bühne haben wir Figurentheater gemacht, schon eine Weile. Und dann sind wir angefragt worden, ob wir mal noch jemand mitmachen und Märchen erzählen in einem Wald. Und wir haben gedacht, ja gut, das ist zu Bern, da haben wir jeweils eine Stunde Zeit zum Proben im Zug, dann machen wir doch das. So hat es angefangen. Es hat uns jemand gefragt, haben wir gesagt, ja, und seitdem machen wir es wahnsinnig gerne. Aber es hat auch noch damit zu tun, dass unsere Kinder langsam so gross geworden sind, dass sie nicht mehr hören wollten. Also wir haben auch immer mega viele Geschichten erzählt. Und langsam so ein bisschen, willst du noch ein gutes Nachgeschichte? So, nein, passt schon, ist okay. Dann haben wir neue Opfer gebraucht. Also, Entschuldigung? Nein. Also Andrea, ich kenne dich, eine Begeisterung für Märchen und Geschichten. Von wo kommt die? Ich glaube, es hat mit meiner Mutter zu tun und dann wieder mit ihrer Mutter. Bei uns werden so viele Geschichten erzählt in der Familie. Und zwar eigentlich behaupten alle immer, es sind wahre Geschichten, die erzählt werden. Aber sie verändern sich die ganze Zeit und irgendwie findet man nachher wieder raus, es stimmt gar nicht so genau und so. Aber es ist einfach... Das sind einfach Geschichten, das finde das einzige interessante Richtung. Also die Menschen und ihre Geschichten, das hebt ja den ganzen Laden zusammen. Ich meine, du kannst einen langweiligen Tag haben und entweder machst du eine Geschichte raus oder gehst frustriert ins Bett. Ja, das hat durchaus etwas. Und wie gefällt es dir jetzt hier oben an die Sosfee, aber in der Märchenwoche? Also sorry, das ist ein märchenhafter Platz, den uns da irgendwie herausgefunden haben, ausgesucht haben. Beim Melchboden da irgendwie in diesen Nadeln innen mit dem Gletscher nebenan. Also das so etwas könntest du ja nicht bauen, für irgendwie diese Märchen-Umgebung zu schaffen. Das ist wunderschön. Das ist mega. Ja. Wetterglück auch noch okay, muss man sagen, das Gleiche im Sträts und Regen wäre vielleicht nicht so romantisch. Aber das haben wir auch schon gemacht, dann holst du einfach alle unter das Dach. Ja, das stimmt. Es geht immer, das ist das Lustige daran, draußen zu erzählen. Du hast nicht einfach, du hast so viele Unsicherheitsfaktoren. Das heisst, du musst immer reagieren. Ja. Du musst das Kind plötzlich beiseln, kommt irgendjemand, bellt ein Hund, immer etwas passiert. Gehen wir ab der Bühne, ist uns auch schon passiert. Ja, das macht nichts, aber das ist eben das Lässige daran. Mhm.